and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22 mit dem Bauern Heinz. Heinz, howdy, Partner, was geht ab? Ja, nee, bin ich nicht. Also. Ja, nur howdy sagen. Ja. Ja, ich bin der Peter. Das sieht aber schön aus. Wir sind zu zweit jetzt hier gerade. Wir haben gerade zwischen den Feiertagen, wir haben Montag nach Weihnachten. Ja, Jay und ich sind die Einzigen, die da sind. Und wir dachten uns, der perfekte Zeitpunkt, um mal ganz gemütlich ein bisschen Bauer zu spielen, Landwirt zu spielen. Ja. Wir waren natürlich erstmal komplett überfordert, weil es hier im Multiplayer-Modus kein echtes Tutorial gibt. Wir haben Kassenrie! Uns so ein paar. Wo? Ah. Ja, jetzt rennt sie alle weg. Lasst euch fangen! Weg. Hä, hey, hier läuft ein Reh. Ich laufe ein Reh hinterher. Siehst du das nicht hier? Nein, das Tiere sind scheinbar asynchron. Perfekt. Ja. Okay. Wir haben uns, also nur mal so für euch zur Info, falls ihr den Landwirtschaftssimulator gar nicht kennt. Alle anderen werden sich sowieso hardcore facepalmen. Was? Okay. Inhalt wird gespeichert. Wir haben einen Hof gegründet. Warte mal. Wo ist er denn? Da. Unser Hof mächtige Eier. Ja, wir haben 1,5 Millionen Euro und damit können wir jetzt shoppen gehen. Und uns gehört hier, das ist die komplette Map, kein bisschen Land. Uns gehört hier gar nichts. Uns gehört gar nichts. Aber wir können theoretisch alles Mögliche kaufen, wenn wir wollen. Guck mal, das kostet 437.000, das kostet 510 und da ist ja eine ganze Stadt. Oh, guck mal. Und hier sind so Felder, die haben so Nummern. Und man kann jetzt hier gucken, welche Felder für welche Art von Feldfrüchten geeignet sind. Wir, clever wie wir sind, haben wir in den Kalender geguckt und sind gerade in der Zeit im August. Und im August wird sehr viel geerntet, aber sehr wenig angebaut. Angebaut wird eigentlich nur Raps. Raps wird im August angebaut und im September geerntet. Also gucken wir, welches Feld ist für Raps und Raps ist die 11. Also kaufen zumindest wir jetzt. Zumindest wäre das smart aus unserer Sicht. Ja, ich habe ja, wenn du hier, du kannst ja alles, du kannst die Filter ja einzeln anklicken. Ja. Und wenn du alles ausmachst, so, haben wir noch die 11 hier über. Also kaufen wir die 11. Möchtest du das Land kaufen? Ja, uns gehört jetzt dieses Stück Land. Ist aber schön hier. Wo sind wir nochmal? Erlengrad. Erlengrad sind wir. Oder genau, so war das, ne? Erlengrad. Okay, um jetzt Raps anzubauen, weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt uns was kaufen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin gerade ich laufe gerade Richtung Feld, um mir das Feld nochmal anzugucken. Achso, du willst dir das Feld angucken. Kann ich da? Ja, ich weiß halt nicht. Ich dachte halt, vielleicht kann man da irgendwo, oder muss man. Nee, es gibt so Shortcuts, um doch. Also kannst du diesen einzelnen blauen Punkten, kannst du, glaube ich, hinreisen. Mit Enter oder Leertaste steht unten drunter. Ja, stimmt. Aber wir können uns natürlich erstmal das Feld angucken, was wir gerade gepurchased haben. Ja, Mann, das ist ein Stück Dreck. Ja, für 200.000 noch was Euro. Ist ja krass. Wir können ja auch einfach auf der Bahn stehen bleiben. Oh, ja. So weit sind wir aber noch nicht, Jonathan, dass wir diese Schritte ergreifen müssen. Guck mal, hier ist schon Raps. Hä? Muss gepflügt werden? Dann müssen wir pflügen. Erntereif? Lol? Wir haben schon fertig bestelltes Feld hier gekauft. Ja, perfekt. Ist ja obergeil. Dann können wir da direkt ernten. Okay, dafür brauchen wir aber Machinery. So, die bekommt man wahrscheinlich nicht bei. Ich weiß nicht, was GLW ist, ehrlich gesagt. Sägewerk wahrscheinlich nicht. Schokoladendude wahrscheinlich auch nicht. Hey, Hilfe. Wo kriegen wir Maschinen? Viehhandel nicht. Zugmieten ist auch nicht das Relevante. Oh, was haben wir hier? Eine Mühle brauchen wir auch nicht. Hey, ist das immer Fahrzeughändler. Fahrzeughändler, das ist ein Shop-Symbol. So, leer, besuchen. Hui, aber hier steht ja jetzt, muss gepflügt werden. So ist das sieht schon voll verdorrt aus. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ja, steht aus, da nicht rechts unten. Erntebereit 73%. Also wir müssen den jetzt pflügen. Wachstum erntereif. Ich gehe mal zu dem anderen Feld. Mal gucken, was Feld 12 sagt einmal. Ja, weißt du, da steht ja dann auch wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, was, ich weiß nicht, was Feld 12 ist. Ja. Was steht dann da? Da steht auch was. Das ist Weizen erntereif. Auch erntereif.
Unkraut klein. Können wir ja alles erntereif schon kaufen. Wir können alles, ich muss, ja, ist das super. Ich muss mal kurz gucken, ob es einen speziellen Traktor gibt. Herr Kramer, geil. Wieso ist hier Kramer nicht bei? War die Marke Euro nicht Kramer? DLC. Keine Ahnung. Du weißt das, du kennst dich doch aus. Ja, Kramer ist hier nicht als Marke bei. Hier gibt es nur Krampe und Kröger. Ja, das ist halt der Krampe jetzt. Und Krone. Was ist das denn? Ist doch scheiße. Was ist das? Shift P, ne? Nee. Shift P ist der Baumodus. Ach du Scheiße. Ja, ja, da gebe ich nochmal. Ah ja, Pakete. Guck mal, wir haben wir können ganze Pakete kaufen. Wo ist denn jetzt hier Raps? Wintertransport, Pappeln, Getreide. Okay, zu was zählt Raps? Ist wahrscheinlich keine Zuckerrübe. Zuckerrohr, Hackschnitzel? Was gibt ein Paket für Hackschnitzel? Holz, Tiere, Tierfutter, Silage, Heu, Gras. Jonathan, was ist Raps? Wie, was ist Raps? Ich kann hier Pakete kaufen, aber da steht Raps nicht bei. Da steht Getreide, Trauben, Oliven, Kartoffeln, Zuckerrüben. Was sind denn die Pakete? Was ja, heißt Pakete? Sind, ja, da, wenn ich auf Getreide gehe, hast du da zum Beispiel einen Traktor bei, einen Topliner, ein Schneidewerk, einen Anhänger, da alles, was du brauchst für Getreide. Was sind denn das für Fruchtarten? Überleg gerade. Ich bin ja gerade auch in der angegebene Fruchtarten. Drin. So, wie sieht Raps denn aus? Raps ist dieses grüne Ding mit den gelben Dingern, ne? Raps ist halt Öl, Rapsöl. Weißt du, ja. Das ist halt, das sind so Hülsen. Das ist doch Hülsenfrucht, oder nicht? Ja, das kann sein, aber das steht hier auch nicht. Was haben wir denn gekauft? Sind das Zwischenfrüchte? Traktoren werden zum Ziehen von Anhängern und Maschinen benötigt. Ja, okay, also ein Traktor kann erstmal nichts machen, außer was du da machst. Da hast du hier ein Schneidewerk, damit kann man Raps bearbeiten. Du hast hier einen Anhänger, dafür, weiß ich nicht, wofür man den braucht. Du hast hier den Anhänger, damit kann man Fruchtarten transportieren. Mit einem Gruber kann man Felder vorbereiten. Mit einer Sämaschine kann man auch Raps säen, das brauchen wir ja gar nicht. Okay, ich glaube, ich hole uns mal das Getreidepaket. Kombination. Ach du Scheiße. Ich schaue gerade nach, ob man hier irgendwie noch mal was findet in der Helferei. In der Hilferei, jawohl. Also es gibt Trauben und Oliven, dann gibt es halt besondere Fruchtarten, ne? Baumwolle, Zuckerrohr, Zwischenfrüchte, whatever. Aber da steht halt nicht da was Besonderes bei. Da würde ich halt einfach sagen, das Raps ist halt so, ne? Häckselgut. Häckselgut und Silage. Häckselgut wird durch Zerkleinern von Pflanzenmaterial mit dem Feldhäcksler hergestellt. Häckselgut kannst du aus Mais, Weizen, Gerste, Gras, Sonnenblumen, Sojablumen oder Raps herstellen. Selbst wenn diese noch nicht erntereif sind. Hä? Also ich will aber nicht Silage machen, da müssten wir ja Tiere für haben. Ich will ja Rapsöl basteln. Ballern. Ja. Das Flügel. Hartgewichte, Breitreifen. Alter, ich muss ja ganz schön viel kranken Scheiß kaufen. Ich nehme einfach den normalen Standardträger. Den kaufe ich jetzt. Wo landet der denn? Das weiß ich noch nicht. Oh, hier, okay. Den kaufe ich jetzt. Der kostet 76.000. Ja, haben wir doch. Steht beim Händler zur Abholung bereit. Den Topliner kaufe ich da auch direkt. So. Ja, haben wir doch alles. Topliner. Ist doch reich. Ja, man kann auch Forstwirt werden. Ja, kannst du hier alles werden. So, 129.000 haben wir gekauft. Schneidewerk, kaufen. Ja, sehr gut. Anhänger, kaufen. Sehr gut. Jetzt wird hier reingeshoppt. Der wird auch gekauft. Ich kaufe jetzt alles, was mir hier vorgeschlagen wird. Ja, hört sich gut an. Und dann werden wir Rapsbauern. Ich weiß nicht, wofür ich diese Gewichte brauche, aber die kaufen wir auch. Saatgut
Brauchen wir Saatgut? Eigentlich nicht. Wir müssen ja erstmal ernten. Ja, richtig. Das müssen wir, dann können wir wieder neu pflanzen. Jack, komm mal bitte vorbei. Hier ist das jetzt alles. Okay, wo bist du denn jetzt? Beim Fahrzeughändler. Ach du Scheiße. Okay, wo finde ich denn? Wo ist denn der Fahrzeughändler? Siehst du mich nicht auf der Map? Ja, doch, ich sehe dich, ich sehe dich. Jay, ich habe eingekauft. Besuchen. Ach du Scheiße. Ja, dann habe ich gerade alles gekauft. Und wieder mal shoppen. Ja, aber so richtig. Ist der Tenwinkel FGB 600 und den Nordsten HK 25 NS 3030. Krass, Alter, da werden ja Träume wahr. Aber wirklich? Alter. Das Problem ist, was mussten wir nochmal mit unserem Feld machen? Pflügen. Aber wir wollten auch ernten. Dachte, wir wollten ernten. Okay, was ist Pflügen? Pflügen ist halt, eigentlich gräbt man dann alles so unter die Erde. Ach so. Deswegen bin ich so verwundert drüber. Dann machst du halt mit den Resten. Ja, okay. Womit erntet man denn? Ja, mit der Erntemaschine halt, oder? Was ist denn hier von der Erntemaschine? Warum haben wir nicht für 1,5 Millionen die Lichti-Schokolatier gekauft, Peter? Ja, keine Ahnung. Ich habe das gekauft, was mir vorgeschlagen wurde. Hier, so ein Topliner. Kann man damit ernten? Ja, bestimmt, wenn du hier dann das Zeug da dran setzt. Hier musst du dann aber auch natürlich das Schneidwerk dran machen. Ja, okay. Das sind doch mal relevante Informationen. In Fahrzeug einsteigen. Vermute ich jetzt mal. Wie macht man das? Und dann muss ich den Trecker nehmen. Und dann muss ich erstmal herausfinden, wie ich mich. Ah ja. Und dann hole ich das Feld. Da muss ich doch dann parallel den Trecker fahren. Mit dem Zeug, weil du das ja dann quasi in den Dingens reinpackst. Ja, okay, okay. So würde ich es verstehen. So, du dreschst das quasi, also du erntest das in meinen Anhänger rein. Ja, das verstehe ich. Wie kriege ich das Ding denn jetzt hier dran, ist die Frage. Also bei mir, ich bin nah rangekommen, dann habe ich auf Q, kann dann ankuppeln. Oh! Perfekt, Peter. Rohr ausfahren. Ah, das ist das. Okay. Ja, und dann genau, und da fahre ich dann nebenbei. So, Drescher aufklappen, ist X, klappt nicht möglich, solange das Rohr ausgefahren ist. Hä? Warte, wofür ist denn dann der Drescher ausklappen da? Okay, warte. Drescher ausklappen, ist das nicht das vorne? Ja, das. Ich weiß aber nicht, was das macht. Du hast jetzt gerade die Türen aufgeklappt. Ja, und oben. Guck mal oben drauf. Ah ja. Ich weiß nicht, was das macht. Keine Ahnung. Schneidewerk senken. So. Und Drescher anschalten. Das Gerät Drescher zuerst ausklappen. Achso. Ja, dann klappt doch mal aus. Ja, das ist das. Und dann anschalten. Ja, passt so. Und jetzt fährst du durch die Menschen hier. Ja, das Problem ist. Ah, doch, das Rohr kann ich jetzt ausfahren. Ne, okay, das verstehe ich. Okay, alles klar. Ja, dann lass doch jetzt mal fahren. Ja, warte, ich muss erst wieder ausmachen. LOL, Alter! Hast du das Ding ausgesucht? Welches? Das Nummernschild? Ja. Was soll ich gerade sagen, Alter? Was ist das für ein Zufall? Als ob das J111 heißt. Wie schön, dass du dich freust. Ja, klar. So. Wo ist er denn lang? Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Irgendwo rüber. Ja, da können wir uns doch hier ein Ziel setzen, oder? Kann man sich da nicht irgendwie... Kann man sich ein Ziel setzen? Nee, weiß ich nicht. X-Land. Nee, wir müssen hier rechts und dann links. Ja. Okay, mit der noch... Wie kann ich Moment, die Kamera... Moment, erst links und dann rechts bin ich jetzt gefahren. Was? Ich wäre rechts und dann links? Okay. Dann fahren wir ein Autorennen. Ja, ist klar. Let's go! Aber immer auch schön aufs Tempo achten, ne? Nicht zu schnell fahren. Ich kann nur 20 km/h. Ja, dann ist ja easy Snack für mich. Alter, als ob ich nicht schneller kann. Alter, hier 50 schon. Was ist das denn? 52. Kann das Tempomat-Level ändern, aber geringer geht nicht. Scheiße. Muss ich nur DRS anmachen. Ja. Was passiert, wenn ich damit verunfalle? Ja, macht halt mal nicht. Shit hat Geld gekostet. Ja, ich weiß. Aber ich bin halt der Heinz, ne? Du bist der Chef. Ja. Ich bin der Heinz. Ich bin der Heinz. Heinz blöd bist du. Deine Mutter ist Heinz blöd.
So. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich bin langsam. Wir brauchen in der nächsten Folge oder so, dürfte wahrscheinlich dann, oder in zwei Folgen haben wir dann einen neuen Sklaven. Ja, es stimmt. Sepp wollte doch irgendwann dazu stoßen. Der ist gerade noch weg. Oh, ich bin da. Ja, ich noch nicht. LOL! Alter, Fahrer, hätte ich gerade fast einen Unfall gebaut. Die Autos sind sehr, sehr sauer. Dass ich hier scheinbar etwas zu schnell fahre für die Leute. Ja, ich kann jetzt bewegen vorne. Hallo. Ja. Ach, krass. Oh, okay, Scheiße. Man kann durch Zäune fahren. Ja, durch manche Schilder kann man auch fahren, aber nicht durch Lampen. Okay, also ich habe nicht mal auf besonders einfach gestellt. Es gab zwei Spielmodi, einmal schwer und einmal normal. Und ich habe normal... okay, den Wagen habe ich gleich touchiert. So viel zu macht kaputt. Wo ist das Rohr bei dir? Links oder rechts? Links. Links, okay. Das heißt, wir müssen einmal durchfahren. Glaube ich. Ja, wir können auf der linken Seite starten, oder? Ja, ja, ich muss ja links von dir starten. Das heißt, ich mache erstmal das Feld vom Nachbarn kaputt. Ja, das ist okay. Ja, das ist scheißegal. Uns der Nachbar, Junge. Ja, richtig. Der Nachbar ist. Ja, okay, der Nachbar hat Glück, wir berühren das Feld nicht. Boah, hier. Ja, ich bin unterwegs. Der musst Meister du nicht noch steht. Irgendwie deinen. Ah, der hast schon aufgemacht, okay. Na klar, hier N. Easy Snack. Oh Gott, ich hab C gedrückt. Das war keine gute Idee. Das Spiel ruckelt plötzlich. Wenn du Ego-Perspektive hast, ruckelt das Spiel wie übel. Okay. Oh Gott. Ja, wieso habe ich es auch gedrückt? Achso, es ist nur ein langer Ruckler und dann geht's aber wieder. Okay. Ja, jetzt kannst du auch. Ja, stimmt, da musst du es einmal quasi so reinladen. Ah, ja. So, lass mich mal kurz jetzt hier aufstellen: Schneidewerk senken. Drescher anschalten. Rohr ausfahren. Ja, Mann! Warte mal. Wieso geht's da hinten raus? B, da hinten raus ist aber falsch! Warte mal. Stroh ab, Drescher, Rohr einfahren, Drescher abschalten, Strohablage anschalten, was ist das denn? Strohablage ist für den aktuellen Fruchtzug nicht möglich, okay. Steuerung I ist hier abladen. Das ist ja Quatsch. Ich kann nicht rückwärts fahren, wie geht denn rückwärts fahren? Ich hab das nicht gelernt. Wieso geht der Scheiß hinten raus? Vielleicht, weil das halt alles tot ist. Nee, Alter, das ist doch nicht tot. Aber guck mal, wie das hinten rausspritzt. Ja, aber das muss doch... Einfach einstellen, Drescher abschalten. Ich kann noch das Rohr einfahren, Drescher zuklappen. Hier abladen. Warte, heißt das? Steuerung I. Oh. Okay. Hä? Hast du das gesehen? Ich glaube, das ist Müll, der hinten rausfällt. Warte mal. Bleib mal da stehen. Ich bin gerade auf dem YouTube-Kanal Agrarblick. Ja, mit 842.000 Aufrufen gerade. Wie man. Das ist gut. Greenlight. Da kam schon was raus. Das ist nur der Müll, der hinten rausfällt. Das schwarze Raps, die Kerne kommen aus dem Rohr. Ja, nice. Ja, dann Tempomat aktivieren. Oh Gott, du bist zu schnell. Nee. Was ist denn das für ein scheiß Tempomat, Junge? Junge, was bleibst du stehen, Alter? Ich drück doch auf... Aktivieren. Junge! Was ist das denn für ein Tempomat, Junge? Der ist viel zu schnell! Mach händisch, mach ich auch! Oh Gott! Ich sag, ich kann nicht rückwärts fahren, Peter. Der Heinz kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Jonathan kann das auch nicht. Ja, wenn ich jetzt zu dir fahre, dann verlieren wir Raps. Ja, ich war. Peter, siehst du, was mein Problem ist? Ja, dann fahr eine Runde! Ja, genau. So nämlich. Das ist doch alles kompliziert, dieses Landwirtschaft, Bauer sein.
Landwirt sein. So. Let's do that again. Ich fahr. Ich fahr so schnell ich kann. Ja. Das sieht doch gut aus. Fühlt sich das denn auch? Ja. Ja, doch, jetzt kommt was da rein. Als ob man das nicht mit Tempomat machen kann. Da kannst du nicht dein Tempomat auf 20 setzen. Ja, mach ich jetzt gleich. So, jetzt ist es auf 20. Warum ist das bei dir leer? Leute, ich hab E gedrückt. Ups, falsche Taste. Alter Junge! Ja, chill mal. Das ist halt ein bisschen Rapsi daneben. So, wie machen wir das jetzt am besten? Na, entweder gehst du jetzt... wir können jetzt... Oder du machst halt hier... Wir machen jetzt erstmal den äußeren Bereich. Und ich bleib jetzt erstmal auf dem Nebending. Ach, und dann machen wir jetzt halt dann hier den Weg nach oben. Ja, okay, warte. Wie soll man das denn alleine schaffen? Alleine ist das ja voll anstrengend, wenn du mal aussteigen musst, 2 Meter fährst. Kannst du Helfer einstellen? Ja. Was ist? Du hast gerade das halbe Feld von dem anderen geerntet, aber ist gar kein Problem, alles gut. Da ist jetzt ein kleines Loch im Feld. Echt? Bei mir sehe ich das gar nicht. Ja. Okay, weiter geht's. Fucking Tempomat, Junge, 3! So. Du bist zu schnell! Ich bin 20 km! Ja, ich schaffe irgendwie nur 10 am Feld. Ja, okay, dann muss ich 10 machen. So. Nein, wieder falsche Taste. Ich komme, Peter, ich beeil mich. Komme gleich ran. Gleich haben wir's. Das ist viel schwieriger, ja, mein Job. So. Oh, ein Träumchen. Guck mal, wie easy das ist. Jetzt ist es easy, wenn man einmal den Tempomat richtig eingestellt hat. Wie kann man den dann anmachen? Ja, auf 3. Ich habe ein Tempomat. Ich kann den auf 20, ich kann den auf 50 km/h einstellen, den Tempomat. Ich kann den auch einstellen, aber bei mir steht nicht die Taste, wie ich den anmachen kann. Leider. 1 und 2. Achso, 3 damit ist kann ich das Level ändern. Ja, bei mir irgendwie nicht. 3. Scheiße. Hast du denn unter deinem km/h, unter deiner km/h-Anzeige? Ja, da habe ich dieses Tempomat-Symbol, ja. Okay, ist das bei dir grau? Ja. Drück mal 3. Das blau? Ja, okay, warte, ich muss dafür, glaube ich, nichts anderes drücken. Und die Tempomat-Nummer, die daneben ist, ist halt quasi die Geschwindigkeit, die du eingestellt hast für den Tempomat. Okay, dann lass uns mal richtig hinstellen und dann drücken wir beide gleichzeitig 3. Ja, ich bin, glaube ich, dürfte passen. Okay, ja, so und dann 3. Ja, geil. Ja, passt so. Ja, hier, Alter. Als ob hier der Heinz das nicht hinkriegen würde. Ja, eins blöd am Sack. Hast du auch unten. Ne, was steht denn da unten? Unten steht bei mir 1 Liter 0% Raps, interessanterweise. Keine Ahnung, was das heißt. Naja, ich bin hier 30% voll mittlerweile. Wir haben 2.400 Liter Raps. Ah, ja, gut, dass dir das angezeigt wird. Okay, alles klar. Aber wir treffen gerade nicht. Und was machen wir dann, wenn du voll bist? Verkaufen wir. Verkaufen wir direkt, ja, okay. Wer war reich? Bin ich mal gespannt. Also da müssen wir zumindest das Geld vom Feld wieder rausgeholt haben. Bin ich sauer. Naja, vom ganzen Feld aber. Also wir müssen dann ja quasi... Oh, das Feld wird schief. Das ist kompliziert. Was ist das denn für ein Feld? Was haben wir denn für eine Scheiße gekauft? Ja, echt mal. Krumme Felder. Aber gut gemacht. Ey, nicht wie ich mich reinfahren. Ja, das ist nicht so einfach. Die Kamera ist... Ach, ich kann ja mit... LOL! Oh mein Gott, man kann... Ich sag nix. Was hast du gemacht? Ich will das wissen. Möglicherweise war ich immer sehr, sehr nah rangezoomt. Also ich sag mal so... So, dass ich quasi nur meinen Trecker gesehen habe, immer quasi, und sehr wenig anderen Rest. Das war vielleicht ein bisschen nah dran. Ich habe jetzt vielleicht auch gerade das erste Mal rausgezoomt. Ja, man kann gut rauszoomen in dem Spiel. Ja, Alter, holy shit! Mhm. Muss ich noch herausfinden, wie ich hier wieder die Drehung kriege.
Weil rückwärtsfahren ist kompliziert und so. Sehr kompliziert. So. Und ready für die drei? Ja. Drei. Aber ich muss kurz auf dich warten. Ich warte nochmal auf dich. Let's go. Hau rein. Fuck, ich drück drei. Ja, jetzt. Ja, passt schon. Kommst du ran? So. Ja, ist dann entspannt. Guck mal, wenn man rausgezoomt hat, ist dann auch viel einfacher, dann zu steuern. Ja, Mensch. Jetzt kann ich die Kamera auch bewegen, nämlich ein bisschen oben gucken. Ist ja easy peasy Leben hier zwischen den Feiertagen. Bisschen Raps farmen. Naja. So. Aber manchmal hast du so einen kurzen Leck, kann das sein? Ja, also, hatte ich gerade zumindest. Ich hatte den auch gerade. War ja easy. Ja. Und jetzt ist. Oh, lol. Da war nur noch was drin. Ja, ich hab noch mal reingekackt. Ich hatte noch Reste. Ich muss doch mal lernen, wie kann man denn jetzt dieses Rückwärtsfahren? Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist doch immer einfach das Gegenstück von dem, was man eigentlich macht. Also, wenn ich nach links will, muss ich auch. Also wenn das Ding nach rechts soll, der Anhänger, dann muss ich nach links lenken. Warum funktioniert das nicht? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Du kannst ja ein bisschen trainieren. Ich sehe gerade, ich habe einen eigenen Tank. Alles gut. Du kannst erstmal ein bisschen trainieren, weil ich kann hier richtig viele Liter noch in meinen eigenen Tank einladen. Und dann kann ich alles auf dich drauf scheißen auf einmal. So macht man das alleine. Wenn ich nach links lenke. Dann geht er nach rechts, oder? Alter, wie groß ist mein Tank? What the fuck? Ja, was denn? Eine Line sind 10% von meinem Tank. Dann hätten wir ja gar nicht die ganze Zeit so stressig daneben herfahren müssen. Ja, ist halt echt so. Du kannst in der Zeit theoretisch ein anderes Feld bestellen. Aber ist ja auch doof. Aber ist schon... Ich könnte flügen. Aber macht ja keinen Sinn. Oder ich könnte dir das abstellen und du füllst das halt immer wieder auf. Ja, und du fährst mir hinterher mit dem Flügen, meinst du? Und ich flüge. Ja. Dann muss ich einen Flug kaufen. Warte mal. Haben wir sowas nicht? Haben wir einen Flug? Weiß ich nicht. Ich meine, ich hab sowas zum Felder vorbereiten, habe ich gekauft. Da habt ihr jetzt hier abgekuppelt, ne? Ja. Ist okay, da bringe ich den Scheiß immer wieder hin. Du kannst ja in der Zeit mal gucken, was es noch gibt. Wie voll war der? 50. 50. Ja, so geht halt ja auch viel schneller, weißt du, wenn wir uns hier nicht immer aufeinander dingensen müssen, dann kann ich theoretisch ja auch mal hin und her fahren und nicht so komisch von außen nach innen. Ja, zum Pimmel bauen. Ja, theoretisch. Aber sowas macht man ja nicht. Nee, das macht man auf gar keinen Fall. Steht bestimmt nicht auf, wenn ich wiederkomme, Jay Sucks oder sowas in dem Feld. Nee. Das ist mal eine Challenge, Jay Sucks zu schreiben. Support your locals steht hier überall. Ja. Wieso kann ich hier nicht mit 20 km/h? Kreisverkehr fährt man im Gegenuhrzeigersinn, ne? Ja. Nee, das ist nicht gut. Ich habe gerade überlegt, ob ich in einer Kurve quasi, ob ich die versetzt fahren kann, damit ich nicht irgendwie so rangieren muss. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Wie viel Sprit hast du denn noch? Ich habe noch super viel Sprit. Ja, ist noch voll quasi. Ja, ohne Scheiße, als ob man noch nichts benutzt hat. Ich glaube nicht, dass wir einen Flug haben. Ja, aber irgendwas war da zum Vorbereiten, habe ich das gekauft. Eines dieser Dinger, die da noch stehen, ist zum ein Vorbereiten. Ach so. Das sehe ich doch hier, oder? Das ist doch ein Grubber. Du bist ein Grubber. Das eine ist das Saatding. Der andere sieht aus wie ein Grubber. Sieht nicht aus wie ein Flug. Shift P. Nee, Steuerung P. Nee, Caps P war das, ne? Ja, Shift P ist der Baumodus, aber der Baumodus Flüge. Ist ja zum Gebau. Da ist ein Grubber gekauft, Peter. Ja, der war halt in dem Paket. Aber da war doch noch was. Ja, ein Saatding. Ach so. Aber das hier? Was ist das denn?
Das ist ein Anhänger. Nein, Anhänger bringen uns nicht so viel. Aber was ist das für ein Anhänger? Was soll das sein? Deutschfahr Topliner 4090 Anhänger. Der war in dem Paket drin. Wait. Hätte ich den noch an meinen Topliner dran bauen können? Sodass ich die ganze Zeit... Ja, aber da kannst du nichts mit fahren, Alter. Was packst du denn da rein? Ja, den anderen Anhänger. Das ist quasi ein Anhänger-Adapter vielleicht für meinen Topliner. Sodass ich den anderen Anhänger zum Saatgut einfange. Ja, keine Ahnung, ne? Ja, kann natürlich sein. Das weiß ich jetzt aber natürlich selber. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall einen Flug. Wow, einen Flug. Kauf mal einen Flug. Das ist in Ordnung. Kostet liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde sagen, wir haben hier einen guten Start gemacht für unseren Hof. Mächtige Eier. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht jetzt hier zwischen den Feiertagen. Machen wir noch die eine oder andere Folge und gucken, dass wir ein bisschen Kohle machen. Schön, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.